Liebe alles Nünze Freunde, heute zusammen. Endlich wieder mal Map-Vorstellung. Das heisst, ich habe vor anderthalb Wochen zwei Teile gemacht, weil mir das Aufnahmeprogramm rausgeknallt ist von Old Valley. The Valley, the Old Farm. Jetzt haben wir hier, ich habe jetzt ein paar Fotos noch gesehen bei Science. Ein slowenischer Bauernhof. Jetzt werden wir mal schauen. Es hat so, wie ich verstanden habe, schon hier am. Ich habe die ersten Farmer-Dings gestartet, oder? Ich sehe schon irgendwo rum. Was hat denn das Blüte da? Ach, da. Ich fahre mal da gerade Klareli. Nein, Blümli, leck. Ich glaube, ich muss Brüllen putzen. Da. Fängt ja schon gut an. Apropos fängt gut an. Ich wäre dann froh, wenn wir mal ein bisschen abonnieren drücken. Wenn Leute wenn nicht abonnieren drücken, ist das für mich sehr schlecht. Weil bei YouTube kommt mir erst ein halbes Räppli über bei 1000 Klicks, wenn man 1000 Abonnenten hat. Nur mal so, by the way, das hat auch gewechselt vor etwa 2 Jahren. Und ich habe jetzt nächsten Monat mein 2-jähriges, habt ihr richtig gehört, mein 2-jähriges YouTube-Kanal Jubiläum. Ich habe schon bald sicher 100 Map-Vorstellungen gemacht, unter vielen anderen Filmen. Es sind ja schon etwa über 200 überhaupt Videos. Wenn jemand denkt, ja gut, mache ich dir vielleicht mal endlich den Gefallen, druck so ein Kakabo halt. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, aber ich werde wirklich langsam sauer. Ich habe teilweise auf Video fast 3.500 Klicks und so. Nicht ein einziges Abo kommt von dort her, da frage ich mich schon, hey, hallo? Andere Leute drücken oder abonnieren, die haben schon 100.000 Abonnenten, die haben das gar nicht mehr nötig. Die verdienen nämlich enorm exorbitant, plus mit ihren Partnerschaften. Nur auch einmal so gesagt. Oder? Da könnte man sich ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Meine Abonnenten, meine Zuschauer sind jetzt einfach von dieser Anrede, die ich hier jetzt habe, ausgenommen. Das ist klar. Weil, ich muss das ja am Anfang sagen, sonst wird es ja gerade schon wieder überspult. Ich bin auch nicht deppert, ich sehe das schon. Also dann, man kann ja dann auch auf nicht alle drücken, zum Beispiel, wenn man nachher eine Benachrichtigung bekommt. Dann kommt es auch nicht immer, oder wenn sie kommt, kann man gerade auf deaktivieren drücken. Das Abo bleibt aber dann. Also ich wäre schon dankbar. He? Also dann machen wir los da. Die Karte, halt, die Küche ist neu. Nicht schlecht, ganz modern. Wenn ich da jetzt irgendwie mit dem Gaggelari zum Haus auskomme, könnte man schauen. Was für aussen so ist. Ja, oh, hey, hallo, Gaggelari. Du, der will schon raus. Da drin hat es ja noch Schlafzimmer auf dem Bett am Boden. Wirst aber eine kalte, zubige Hütte. Ein riesengroßes Bett für 2 Meter, 2,50 Meter Menschen. Und überall hängt das gleiche Bild. Aha. Gut, also im Haus glaube ich, komm, Hinterste. Ich habe nicht so lange Zeit. Ich will das Döbste zeigen. Man kann da einfach schlafen im Haus. Es hat also nicht nur irgendwie einen billigen Teppich oder so oder irgendein Air vor der Tür. Nein, man hat sich da Mühe gegeben. Und hat das Haus gebaut. Mit so Wellblechdach. Ja, vielleicht jetzt nicht. Und außen, oh, auf dieser Seite, schau mal, schön mit Holz. Sicher noch ein Heustock da oben. Der zweite Stock hat noch ein Seitenfenster da. Schön mit sich Mursteig gemauert. Das gefällt mir ja schon mal. Das könnte nämlich wieder eine Karte sein, die so nach meinem Geschmack zum Beispiel ist. Darum habe ich sie auch gewählt, um eine Map-Vorstellung zu machen. Sie basiert in dem Fall auf Felsbrunnenkarte. Das sieht man da im Hintergrund, Map-Umrandung an. Sorry. Es gibt hier zwei Ebenen, ein unten und ein oben. Da unten hat man hier Tier. Ich glaube, weiß es nicht, Sauerkühe oder Sauerhühner. Ich weiß gar nicht genau, ist es so genau gestanden? Nein, es ist aber gestanden, oben hat man noch Kühe. Und unten irgendwie andere Tiere. Einer, das ist so eine Silostelle, könnte man gerade mal da schauen. Jetzt haben wir dort und hinten, das ist glaube ich fake etwas. Ich habe auf jeden Fall nichts angeschrieben, von wegen, wir können da noch einmal Getreide bringen. Wie viel so etwas haben wir denn überhaupt? Ah, nur das Übliche. Originalsachen, Spinnerei, Schür, Sägewerk, Kaffee, Süd, Getreidemühle, also sehr wenig. Es hat auch nur Standard. Was heißt da nur? Ja,
Das habe ich hier tun, weil ich nachher eine Runde spielen auf der Karte oder so. Standardfrüchte rein, dann da schnell schauen. Fiat. Bisonmähdrescher. Strautmann-Anhänger. Und wahrscheinlich Ladewagen. Silo King. Oh. Köttinger Top. Ist das Schneidi oder ein Z? So etwas vielleicht. Ein Favorit? Fotti. Klöpfers? Nein. Das, was ist das? Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Du. Drücken wir schnell durch. Du tatsächlich ein Metasilo King. Oh, das ist aber noch schön. Kann man da noch Heu rauf tun oder so? Muss schnell schauen. Da ist ja noch ein dritter Stock. Er muss anders über die Gabelare steigen, mal schnell aus. Dann komme ich halt oben runter. Wenn es unten rauf nicht geht, geht es oben runter. Mal. Das ist doch da nochmal so eine. Ah nein, da ist es dann offen. Ich denke, da hätte es nochmal so ein Plateau. So quasi, wie wenn das eine kleine Galerie wäre, sozusagen. So, einsteigen. Tatsächlich ein Mega-Silo-Kind für den Stall. He? Kostegülefass, wo ich vorher gesagt habe, bin ich da nicht sicher. Das heißt, wenn ich da sehe und ihr auch da bin, und dann habe ich gesagt, Gülefass ist jetzt vorne gewesen, da schaut man alles dort immer die Schneide. Fiat. Schöner Schopf, schau mal da, schön Zimmer mit verschiedenen farbigen Brettern. Das gefällt mir. Das ist so ein bisschen urig ländlich gemacht. Ja, da sind wir schon durch mit diesen Sachen da. Wenn wir mal eine Runde spazieren. Geht klar, ich komme nicht mehr raus. Mal kommen. Mal springen. Ja, jetzt ist es gegangen. Kann man da die Tür auf dieser Seite aufmachen? Oh, du musst ja richtig hüpfen, du, he? Dass du da den Hebel raufkommst. Der ist wirklich ein bisschen weit oben. Das ist die andere Seite vom Kurs. Also das heisst, man kann durchfahren. Das ist noch gäbig. Da kann man rauslaufen wieder. Da ist so etwas, wo es aussieht wie so eine. Ah, das ist so ein Gitter. Das nicht so ziehen. Aber man kann da durchlaufen. So ein Anti-Zug-Kurstallgitter. Das sieht man aber nur, wenn man ganz nahe steht. Es hat ausgesehen, sehr schön, wie wenn es einfach einen Sockel hat. So, was haben wir da noch Schönes? Da sind wir jetzt schon gewesen. Da hat es für zum Säen. Saatgut. Düngersachen wahrscheinlich. Müssen wir dann aber mit einem Hubstapler rauf tun. Oder vielleicht der mit einem Kramer könnte man auch noch so hoch her. Vielleicht wenn man Rampen hinbaut und dann rauf tun. Es gibt bei Giants so eine Rampe. Ich glaube, die ist Giants. Oh, schau mal, der läuft rauf. Da ist der Hebel jetzt nicht so hoch, Gackelari. Was ist los? Kann man da nicht auf und zu machen, nur rauflaufen. Da ist irgendetwas komisch. Da ist etwas, was sperrt. Irgendetwas, Kollision oder so, was nicht hingehört. Ich kann nicht weiterlaufen. Da auch nicht. Da müssen wir die Karte auftun und das löschen. Da ist etwas nicht gut. Ah, das ist das Türli von da. Was liegt denn da am Boden? Ein Teppich. Plakat und etwas. Aber da drinnen ist auch schön, he? So wie gerade frisch gemauert. Dann sind mal wieder ein paar Steine ausgegangen, haben ein paar andere genommen, die man noch hat. So richtig lebensnah. Klopfen ja nicht alle wie ein Grossburg an den Megabau drauf. Das sind Fake-Türli, darum ist da vielleicht verbarrikadiert und nicht betrogen an den Türli rummachen. Coole Sache. Hat sich da auch ein Dorf? Mal herausfinden, Miststock wird es da sein, oder? Von den Kühen. Ist echt schön gemacht. Oh, der Balkon ist ein bisschen lebensgefährlich. Schau mal da. Da ist noch so ein Dünger auf dem Balkon oben. Wieso das? Hä? Wieso hat es da Dünger auf dem Balkon? Das sollte Wasser sein. Hat aber keine Blumen. Kannst du gerade runter tun, wenn du ein bisschen blöd machst dort oben.
Gefährliches Haus. Hofplatz gefällt mir auch noch da. So ein bisschen aufwärts, abwärts, ein bisschen uneben. Nicht einfach so geschleckert. Wow, jetzt habe ich fast ein Wort gesagt und nicht öffentlich sagen. Kiefabriziert, fabriziert, sagen wir es mal so. Erwachsene und treue Zuschauer wissen jetzt, was ich wahrscheinlich auch will sagen. Oh, aufpassen. Gaggelare, aufpassen. Jetzt müssen wir aber irgendwie auf das Ding raufkommen, da, auf das Berg schauen. Sollte man einen Göppel haben, he? Das ist jetzt schade, da hätte ich jetzt ein bisschen vielleicht auseinander oder so. Oh, Stara, hoi Stara! Hoi Kyle! Du Stara, wie komme ich da auf den Hügel rauf? Hast du einen Job gekauft, einen Karren? Ja, sieht so aus, he? Wird man müssen so machen. Soll ich den Töpf nehmen? Oh nein, ich habe einen neuen Karren. Komm, ich probiere den neuen Karren. Nimm einen neuen Karren da. Ah, ist doch auch mal cool, ich muss den auch mal ausprobieren. Ja, nehmen wir einen neuen Karren. Camper, no. Da, wenn wir da Licht an, da ist eine Sonnenblende. Nein, also so blenden wird es jetzt auch nicht. Hat ja nicht so viel Sonne, habe ich noch Geld. Ich habe gar nicht geschaut. Mit wie viel startet man da? Mit 100.000 oder so. Ja gut, bei mir kostet ja alle Mod nichts. Ja, man kann es auf Null schreiben. So, Gaggelare, schau, jetzt haben wir es gefährt. Auf der da runde. Oh, schau mal, der Laufplatz da durch. Kannst du da einsteigen und ich fahre. Gaggelare will fahren. Ja, dann fahrst du halt du. Müssen wir mal schauen, wie wir da überhaupt raufkommen durch den. Aber das ist eine schön kleine Karte. Shop ist irgendwo da vorne. Gehen Sie weg da. Ich fahre doch einfach mal auf die Seite. Ja, jetzt müsste ja gerade jemand den Shop kommen. Und dann sehen wir ja, wenn man dort raufkommt. Hä? Mal, mal probieren. 29,30. Also ich würde sagen, 30 Felder mit. Das Restaurant, dass da so viele Leute hat. Ah, ist herzig gemacht. Also mir gefällt das. Machen wir die Kamera ein bisschen so und sehen wir da noch etwas von der Gegend. Da innen ist der Shop. Und ein schöner Fluss nach unten, aber eine gefährliche Scheibenkurve. Ich bin noch nie gefahren jetzt mit dem Karren. Ich hoffe, nicht eine gute Lenkung. Hackschnitzel, Holz verkaufen. Eine Scherze gemacht. Eine schöne kleine schnügelige Karte, wo man nicht tagelang muss ein Feld ernten oder so. He? Mir gefallen die Gebäude überhaupt an, mit dem Holz und die Steintextur gefällt mir noch gut. Wenn ich jetzt hier runterfahren würde, dann kommt man wieder zum Haus führen. Sauerstall habe ich gar nicht gesehen. Hühnerstall habe ich nicht gesehen. Muss ich doch nochmal so schauen. Also, vielleicht gescheit, oder? Dass wir da etwas ein bisschen oben sind, die Kühe. Also, wir müssen irgendwie da oben. Ich müsste jetzt da so rechts tun. Irgendwie so. Mei, die kleinen herzigen Felder, das ist aber wirklich eine coole Sache. Wenn es da noch ein bisschen Schnee hat, he? Ein schöner Job zum Pfad. Mal schauen, vielleicht finde ich den Weg. Sonst weisst du was. Ich könnte es auch so schauen. Wo das Plateau ist, da können wir mal schauen, Schäfli. Da hinten geht es ein Rechtsloch. Hab ich die Karte echt schon fertig, dass es keine da hat. Das wäre dann noch ein heikles Ding, du, wenn du Gras schneidest, wenn es so steil geht, bergab geht. He? Hui, das ist wirklich ein bisschen so hügelig. Also die Schöf können hier auf dieser Weide auch noch mal laufen, so wie das aussieht, denke ich. He? Joshua Allen. Cool gemacht, die Karte. Ist das dort vorne? Das ist ein Meprand, anderes Gewässer.
da hinten jetzt noch einen Weinberg oder so etwas. Schau mal da. Coole Sache. Jetzt könnte man eigentlich die Trauben rausnehmen von dieser Traubenkarte, die da gestern rausgekommen und sich die dort hinmachen. Dann hätte man einen richtigen Weinberg mit so Textur von diesen Trauben, sieht zwar nicht schön aus, aber so ungefähr könnte man das machen. Wald mit schönem Feldweg. Ich muss Ihnen wirklich mal sagen, die tschechischen und polnischen Karten, die haben einfach ein Flair, die sind immer irgendwie so klein, schnügelig und herzig gemacht. Das muss eine schöne Gegend sein, dort in echt, weil meistens schreiben sie ja, es sei, von der Ortschaft her oder von den Gebäuden her, je nachdem, wer die Karten gemacht hat, sei es so nach irgendeinem Stil, wo es gibt. Oh, mag ich speichern. Schöfli sind da. Sind da die Kühe, die gestanden sind, sie sind nicht im Stall. Dann ist das der Sauerstall, wo wir vorher drin rumgestolziert sind. Oh, der Friedhof ist nur aus Beton. Ah. Ich will sagen, kalte Angelegenheit, aber wenn man selber dann kalt ist, spielt es ja keine Rolle mehr. So, die Tankstelle habe ich noch nie gesehen. Glaube, man gelandet in dem Stall. Oh, das ist auch eine gute Idee. Guckilöcher. Rausgegriffen. Vielleicht ist es auch ein Schiessscharf. Hä? Weiß schon nie. Was sich da alles für Leute, vielleicht ist das in der Grenznähe, wer sich da umtummelt und über die Hügel jetzt schleichen kommt. Da ist der Fantasie dem freien Lauf überlassen. Jetzt komme ich nicht mehr raus, weil ich oben runter bin. Was ist ein doppelter Boden drin? Könnte man da echt rauf tun? Heu, Stroh, alles so etwas. Oder ist das noch etwas so? Jetzt kein Leiterli. Aber vielleicht mit einem Kramer oder irgend so etwas. Da kommt man wirklich nicht mehr raus. Ich habe mich da noch verheddert. Ich weiß nicht, wie das Gebäude nebenan. Aber wenn ich jetzt so bin, komme ich nicht raus und noch mal probiere reingehen. Nein, wir landen einfach da rein. Probieren wir es jetzt mal ohne durchs Dach. Nein, da stimmt auch etwas nicht. Hast du gerade vergessen? Ja, wenn du jetzt hüpfst und dann wieder runterhüpfst. Da ist irgendwo eine Kollision drin, die ich dir gehört. Das sollte man noch flicken. Sieh Herr Weidwohl, glaube ich, ist es, oder? Modding, das ist nicht so gut. Mal nach Hühnerstall schauen. Nicht zurücksetzen, da habe ich wollen. So. Da landen wir auch wieder cool auf dem Dach. Also die Landepunkte des Bewohner sind nicht gut gesetzt. Das sollte man nochmal ein bisschen besser machen. Ah, die sind in dieser Scheune da. Aha. So, wenn ich gelesen habe, ist gestanden, sie können rumlaufen. Also es ist nicht so gestanden, aber XML schreibt so irgendetwas Ähnliches. Nein, sie können nur in dem Garten rumlaufen. Ich meine, sie können über den Hof laufen, aber nein. Außer das Gatter von ihnen wäre kaputt. Ja, vielleicht können sie dann doch rumlaufen. Schau noch schön, der Unterstand und hinten dran so breitbeinig. Ein anderer Eindruck, als wenn der jetzt nur einfach so würde da stehen. Maschine da. Was haben wir denn da für eine Maschine? Für Holz? Ja, das ist nur Fäkeli. Da könnte man sich noch die Jensmaschine hin, wo man Baumstämme durchlassen kann. Soli, ich glaube, wir hätten es etwa. Am Kuhstall, Kuhweide kann man nicht besser schauen. Plus ist jetzt hier nicht anzeichnet, aber es sollte, glaube ich, das hier sein. Wir haben das gesehen, wo wir da richtig da zum Schopfloh gefahren sind, da vom Haus weg, da irgendwie da führen. Also ich schaue mir die nochmal genauer an. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist es so ein bisschen wie in der Schweiz. Gut, also die Sebengegenden sind ja auch ein bisschen so hügelig. In der Tschechei, in Polen und so hat es doch auch solche Ortschaften, oder? Hier sieht man einmal wirklich, oh, schau mal, das Feld da unten. Hat jetzt da, das da, Weizen oder Gerste oder so etwas müsste von der Farbe her.
Das ist dann, weißt du, wie kannst du da bremsen mit dem Mähdrescher? Da oben hat es so ein bisschen wie eine Mulde. Dann kommt nochmal ein Bug und dann abwärts. Da wird dann aber der Mähdrescher, vor allem wenn du schon recht Korn drin hast, da kommt dann auch BROM. Das ist gerade die Strassensperre. Gibt ja die Töckel, die kannst du auf die Strasse tun, dass niemand mehr durchfahren kann. Aber ehrlich, es ist wirklich so, wie gewisse Ortschaften, Gegenden in der Schweiz, mit diesen Strösschen da drauf, ein bisschen geschlungene. Jetzt ist halt da jetzt alles asphaltiert, aber das ist ja heutzutage in der Schweiz auch so. Als ich noch Kind war, sind die Strösschen noch wirklich aus Kies und Sand. Sie haben immer schön gewinnt, wenn es geregnet hat. Und dort haben sie aber schon angefangen, die zuteeren. Also nicht alle im Dorf, aber viele. Da hat es schon hier angefangen. Dann schaut da jetzt doch auch andere Feldwege noch zu dieser Schür. Wo ist das ungefähr? Ah, das ist jetzt der Kuhweg. Jetzt sehen wir ihn halt von weitem. Wo ich vorher zweimal hängen geblieben bin und ich wollte zeigen. Ich hänge auch da schon wieder irgendwo. Ich komme aber wieder nicht durch. Ich bin da eigentlich ein Flugding, aber es nützt nichts. Ich hatte noch recht gross eingehakt, auch da. Das ist dem für den Kuhstall. Aber das, wieso ist jetzt das auf zwei verschiedenen Ebenen beschrieben? Weil es dort unten ein Loch abgeht, vielleicht. Hä? Dort vorne ist noch der Shop und wahrscheinlich auch die Tankstelle. Wollen wir noch ganz hurtig hinhüpfen? Ich meine, wir sind vorher dort vorbei. Dort müsste jetzt irgendwo. Da können wir nochmal auch Korn verkaufen. Supermarket. Landi. Ich sehe es wieder nicht mit meiner Superbrille. Der Fluss ist wirklich schön gemacht. Ein bisschen Gras, ein bisschen Stein, ein bisschen sonst Pflanzen drin. Aha, vis-à-vis über dem Fluss von dem Sägewerk, wo wir vorher sind, ist in dem Fall das. Aber das müsste ja auch dort irgendwo tanken. Also das muss man sich vielleicht selber hinbauen. Also, ich finde die schnügelig herzig. Da hinten kann ich jetzt da noch rennen schnell. Wenn ich nicht hängen bleiben würde. Nein, ich tue jetzt abmoderieren. Könnt ihr selber schauen, wie der Webberg da aussieht. Das sind in dem Fall drei, vier. Vier so. Vielleicht auf der anderen Seite auch noch. Terrassen für den Rebberg angelegt sind. He? Also dann sage ich danke fürs Zuschauen und bitte abonnieren, nicht vergessen, bitte einfach abonnieren drücken. Gell, ich habe ja gesagt, was man machen kann, wenn man nicht will. Trotzdem nicht will, weitere Filme von mir bekommen. Aber abonnieren, einfach drücken. Ich kann nichts dafür, ich bin nicht der Herr YouTube, ich habe das nicht erfunden, aber ich muss es irgendwie so das erklären. Will, hä? Was will ich sonst machen? Wenn jemand eine Idee hat, kann er sie schreiben bei den Diskussionen. Es hat den Platz zum Schreiben. Wenn man es aufklickt, sieht man, was ich meine. Also dann, kiss and say goodbye. Bis zur nächsten Map-Vorstellung. Oder Let's Play geht sowieso schneller weiter, als wieder die nächste schöne Map kommt. Bin ich mir sicher. Also, irgendwo hört man sich wieder. Kiss and say goodbye nochmal und ciao zusammen. Merci fürs Zuschauen.